Hallo zusammen, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ihr werdet euch jetzt sicher wundern, in der Videobeschreibung steht da was von Sonnenuntergang und hier ist es doch taghell, wo der jetzt unterwegs ist. Das stimmt mit dem nicht. Ja, ganz einfach, als ich vor 2 Tagen hier war und in Richtung Sonnenuntergang geflogen bin, da hatte ich keine weitere Kamera mit, war nur mit der Mavic Air 2 und mit meiner lieben Frau hier unterwegs. Und ja, dachte mir aber, zu diesem Video gehören noch ein paar Infos und deswegen tue ich das hier quasi nachmoderieren und hänge euch das vor das Video. Und zwar geht es um die Einstellungen, die ich genutzt habe, denn ich bin sehr, sehr angetan von der Qualität, von dem Footage. Ich weiß nicht, ihr werdet es mir sicher in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ich bin geflogen mit 4K 30 FPS im HDR-Modus. Alle Fotos natürlich aufgenommen mit 48 Megapixel im RAW-Format. Die habe ich dann natürlich noch entwickelt in Adobe Lightroom. Ich finde, die Ergebnisse können sich komplett sehen lassen. Es war ein ganz, ganz toller Flug, wie ich finde. Bleibt da auch unbedingt dran, schaut euch das Video komplett an. Ihr werdet Stellen entdecken, wo ich erst vor kurzem mit der Mini war. Und ihr werdet ein paar Schwäne vorbeifliegen sehen. Die sind natürlich ein ganzes Stück weg vom Kopter, ist ja ganz klar. Ich bin absoluter Tierfreund, möchte niemanden stören oder sonst irgendwas. Deswegen achte ich auf solche Dinge immer. Hoffe aber trotzdem, dass euch das Ganze gefällt. Geflogen bin ich hier. Genau in diese Richtung ist dann auch der Sonnenuntergang gewesen. Schaut es euch an. Hier alles, diesen Bereich bin ich alles abgeflogen. Meine Frau hat den Kopter immer im Blickfeld gehabt. Und ja, dadurch konnte ich mal ein bisschen auch die Range austesten. Und ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wenn das so sein sollte, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Einfach hier so ein Ding. Und oder ein Abo hier für meinen Kanal. Vergesst in dem Zusammenhang auch nicht die Glocke. Oder merkt euch einfach, Dienstag und Freitag 14 Uhr kommt immer ein neues Video hier auf meinem Kanal. Hin und wieder ändert sich mal die Uhrzeit, ist aber sehr selten. Und auch der Wochentag kann mal ein anderer sein, wenn es irgendwie was Wichtiges gibt. Aber im Normalfall Dienstag und Freitag 14 Uhr gehen meine Videos hier online. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.